Spitzenduell in der Flens-Oberliga Schleswig-Holstein. Die zweitplatzierten Eicheder empfingen den PSV Union Neumünster. Die können dabei mit einem Sieg heute zum Meistermacher für Kilia Kiel werden. Eicheden Rot will das natürlich verhindern und sich selbst die Meisterschaft offen halten. Zündstoff war also vorprogrammiert. Hinzu kommt, dass Eichede seit Oktober 2021 nicht mehr gegen Neumünster gewonnen hat. Der letzte Heimsieg, der liegt sogar noch ein bisschen länger zurück. Davon ließen sich die Hausherren aber nicht beirren, starteten offensiv in die Partie. Schöner Doppelpass. Und dann das hohe Anspiel, aber der Kopfball kein Problem für Franzenburg im Tor. Doch auch Neumünster konnte offensiv. Leicht artistische Einlage. Und dann ist es Tim Netzel, der gebürtige Kieler, testete Gebert zum ersten Mal. Zur Mitte der ersten Halbzeit hin entwickelte sich dann ein offener und vor allem ja, offensiver Schlagabtausch zwischen den beiden Mannschaften. Wir springen ein bisschen in der Zeit. Foul an Netzel. Freistoß für den PSV Union. Der Ball kommt hoch in den Strafraum, schlecht geklärt und dann ist da Malte Petersen. 0:1 für die Gäste, 27. Spielminute. Und eine Sache ist besonders interessant an dem Tor, Malte Petersen wechselt zur kommenden Saison nämlich. Und zwar wohin? Richtig, zu Kilia Kiel. Neumünster wollte aber noch mehr, steigerte sich offensiv in das Spiel rein. Jetzt Hasselbusch gegen Jönk, der fällt im Strafraum, Schiedsrichter sagt weiterspielen. Der Blick auf die Wiederholung zeigt aber, Ball gespielt war es auf jeden Fall mal nicht vom Verteidiger. Mit dem 0:1 ging es dann auch in die Pause. Und wollte Eichede die Meisterschaft Kiels noch verhindern, dann musste offensiv hier mehr kommen vor den 226 Zuschauern, unter denen auch einige Spieler von Kilia Kiel waren. Halbzeit 2, Ecke für Neumünster, Kopfballverlängerung und dann Tim Netzel. 0:2, 49. Spielminute, die Saison erst von Eichede gekommen. Machte er hier das 0:2 mit einer artistischen Flugkopfballeinlage. Die 49. Spielminute der PSV Neumünster erhöht auf 0:2. Und jetzt war Eichede aber mal so richtig unter Zugzwang. Drei Tore mussten her und das einigermaßen schnell, aber halt eben nicht so. Und die nächste Ecke für Neumünster. Wir erinnern uns, was nach der letzten passiert war. Kurze Variante, dann der Pass in die Mitte. Und links steht wer? Richtig, Tim Netzel. 0:3. Der Ex-Eichede-Spieler und gebürtige Kieler beerdigte die letzten Meisterschaftshoffnungen von Eichede. Und jetzt spielten ja eigentlich nur noch die Gäste. Bark mit einer kleinen Körpertäuschung. 0:4, 77. Spielminute. Eichede, die bislang nur insgesamt 15 Tore in der Oberliga kassiert hatten, erlebten hier einen wirklich, wirklich bitteren Nachmittag. Dann war Feierabend für Tim Netzel. Für ihn kam Juri von der Meden ins Spiel. Kurze Zeit später wieder Neumünster auf dem Weg nach vorne. Ein bisschen zu weit abgedrängt, aber dann steht da richtig.
Juri von der Meden. Das 0:5, von dem der kurz vorher erst für den Zweifach-Torschützen Netzel eingewechselt wurde. Die 79. Spielminute, der PSV Neumünster erhöht auf 5:0. Und nur weil das Spiel ergebnistechnisch zwar vorbei war, war es eben noch nicht zu Ende. Barend überspielt seinen Gegenspieler und Gebert kann den Ball nur noch dabei zuschauen, wie er ins Tor kullert. Hier sehen wir es nochmal. Timo Barend überspielt seinen Gegenspieler und Gebert im Tor bekommt den Ball nicht zwischen die Finger und muss ihm zusehen, wie er zum 0:6 in den Kasten rollt. Und dann war auch schon Schluss. 0:6 verliert der SV Eichede gegen den PSV Union Neumünster. Ja, also insgesamt muss man natürlich sagen, erste Halbzeit spielen wir ein gutes Spiel. Bisschen ärgerlich der Gegentreffer, ein bisschen glücklich, wie er hinfällt. Die sind dann super effektiv. Zweite Halbzeit irgendwie zweimal die Zuordnung am zweiten Pfosten verloren. 2 und 3-0 darf so halt nicht passieren. Kriegst nach 5 Minuten dann in der zweiten Halbzeit das Gegentor. Passiert dann irgendwie, Matchglück dann nicht auf unserer Seite. Aber das 4-5-6-0 darf niemals so passieren. Das ist dann Charakterfrage, dass man das dann sauber zu Ende spielt. Und ja, das ist heute irgendwie nicht geglückt. Ich denke, wir sind eine sehr junge Mannschaft und wir verstehen uns alle echt super und auch auf dem Platz. Und ich denke mal auch, wir sind auch viele Kieler, 12 Kieler, denke ich mal, wenn alle da sind. Ja, und schon in der Hinrunde waren wir haben eine gute Qualität in der Mannschaft. Und ich denke, in der Hinrunde hatten wir noch echt einige Spiele, wo wir uns Dinger hinten selbst reingelegt haben. Aber gerade in der Winterpause, nach der Winterpause, haben wir echt gut gearbeitet, hatten klare Abläufe mit dem Ball, gegen den Ball. Und dann, das merkt man dann halt auch, dass wir sehr gut eingespielt sind. Und ja, wie gesagt, wir haben auch eine gute Qualität. Wir verstehen uns alle echt gut, sind eine geile Truppe. Ich denke mal, das macht es auch aus, dass wir viele Junge haben, von einem Alter, die auch gern was neben dem Platz miteinander machen. Das merkt man dann einfach, dann bringt es Spaß und dann hat man einen Flow drin und dann läuft das. Ah, ist natürlich super ärgerlich. Ja, gibt ja sicherlich dann noch irgendwie schlimmere Wörter dafür, dass irgendwie 6, 7, 8 Monate Arbeit dann in 2x90 Minuten zu verspielen. Ich glaube, dass eigentlich hatte ich gedacht, dass uns das ganz gut tut, dass der Druck weg ist, dass Kia vorgelegt hat. Und dass wir vom Ding her befreit aufspielen können, aber ja, heute kam dann irgendwie vieles zusammen und hat dann nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das vorgenommen haben. Also gerade für mich hat es eine Riesenrolle gespielt, weil ich nächstes Jahr zu Kia wechsle. Ja, aber auch für alle anderen, man kennt sich halt untereinander, man kennt ein paar Leute, die haben ein bisschen heiß gemacht, 1, 2 Nachrichten geschrieben. Also ich denke schon, gerade durch die Kontakte, und wir wollen alle eine Kieler Mannschaft gerne in der Regionalliga haben und das ist schön, dass wir dann hier so den Beitrag leisten konnten und so das Endspiel gespielt haben. Neumünster beendet furios die Meisterschaftsträume des SV Eichede. Und wer bekommt das letzte Shake-Hands? Richtig, die Spieler vom Meister von Kilia Kiel.